Hallo Leute, ich bin Sponk. Hier in Gelsenkirchen-Bismarck male ich gerade ein riesengroßes Wandgemälde zum Thema Zoo und Urban. Wie man sehen kann, auf der rechten Seite zum Eingang hin male ich afrikanische Tiere, die sich dann immer mehr in eine Richtung Verlauf, in Richtung Stadt wandeln. Und zum Beispiel sieht man als Übergang, dass eine Hauskatze auf einen afrikanischen Vogel trifft und stellt somit dann die Verbindung zwischen Mensch und Natur dar. Ja, mein Name ist Christian Lange, ich bin Teamleiter im Referat Verkehr im Straßenneubau. Habe mich im Rahmen der Umbauarbeiten hier im Trogprojekt Bismarckstraße um die Beleuchtungsanlage gekümmert. Ja, wir haben die Beleuchtungsanlage installiert, letzten Endes, um hier so ein bisschen das Dunkelloch unter diesen Brückenbauwerken zu beseitigen. Das war früher so ein kleiner Schandfleck und hat die Menschen eher geängstigt, weil es halt ziemlich dunkel war. Und mit dieser Beleuchtungsanlage haben wir letzten Endes dafür gesorgt, dass es aufgehübscht, erhellt wurde hier. Neben der stationären Beleuchtung halt auch noch eine farbliche Komponente. Und das sorgt, glaube ich, dafür, dass die Wegeverbindung viel attraktiver geworden ist, als es früher war. Wir haben letzten Endes die 5 Wochentage über hier eine stationäre Beleuchtung, sprich eine Lichtfarbe, heute gelb. Am Wochenende haben wir eine Lichtwelle, die ja einmal das Brückenbauwerk durchleuchtet, von vorne bis hinten. Von daher war dann ein bunter Farbverlauf.